Es sind so liebe Details im Spiel, das ist ein Wahnsinn. So wie da jetzt das mit der Locken da, die da gerade war. Zum echt das Spiel. Das ist so liebevoll einfach. Hey, warte mal. So, da rutsche ich runter. Okay. Ich habe mir gedacht, da kann ich jetzt irgendwie mit den Steinbrocken da oder Säulen da interagieren. Aber okay, das sind wahrscheinlich nur, dass ich notfalls nach oben auch wieder kann. So, da ist jetzt die Brücke. So, ich hätte da anscheinend nach oben müssen. Ah, aber das trifft sich ja gut. Das ist so ein Rotpot. Jetzt schaue ich trotzdem noch mal ganz kurz da rauf. Weil den Durchgang eigentlich nie durchgegangen bin. Das war halt ja der Weg gewesen, wo ich gesagt habe, das ist ein Weg weiter, wo ich nie durchgegangen bin. Das können wir auch mal anschauen. Es wird nicht schaden. Ja, da unten haben wir Loot. Das trifft sich ja super. Das ist gar nicht so. Ah, da kann ich die Rot füttern wieder mit Beeren. Ah, sind aber eh Kristalle auch ein paar da. Aber hauptsächlich Rotfutter oder was? Nein. Der ist was Schönes. Ja, das schauen wir natürlich auch an. Das ist ja ganz klar. Ha? Kenn ich den schon oder kenn ich den noch nicht? Achso. Da ist wieder ein Rot versteckt und ein ganz Kerlchen, das er Bomben auf den Rücken geschnallt gehabt hat. So, da ist jetzt der Weg runter. Ich bin gerade aus der anderen Seite, also von der anderen Seite aus gesehen habe, im Wasser. Wow. Es schaut aus, als wäre das so ein verlassener Laden oder so. Ah, ein Hut, ein Rothut. In Form von dem Stier. Oder Ochsen halt. Okay, das wäre jetzt dann da gewesen. Da kann ich wieder reinspringen. Und ich die Dornweg rüber gehabt. Nämlich direkt da. Und ich bin von da links gekommen. Was haben wir da noch? Aha. Ich könnte den Hebel umlegen. War nicht anscheinend. Vielleicht noch nicht? Das kann auch sein, dass das einfach noch nicht geht. Und dann haben wir noch den Weg, wo ich gerade von links gekommen hätte können. Worauf? Hm? Da waren ein paar Steine drinnen. Ich will das runterschießen. Nö. Oh. Wird es dann später vielleicht weitergehen, oder? Ja, das schaut ganz danach aus, als
wird es da später weitergehen. Das muss ich mir dann gleich einmal merken, dass ich da wieder herfinde. Und da dürfte eine verfluchte Truhe sein. Ah, und da können sie die Statue aufstellen. Dankeschön. Und da ist wirklich eine verfluchte Truhe, ja. Was haben wir da noch? Ist das so ein Geister... Was hat das noch... Ah, Geisterpost, ja genau, Geisterpost. Also da haben wir jetzt wieder im Dorf dann irgendwo eine Geisterpost zum Zustellen, passt auch. Ja, und da erwartet mich dann irgendwas, da ist auch irgendein Mechanismus ist da drauf. Die verfluchte Truhe wird auch nicht so leicht sein. Sehr unmöglich in der Zeit. Na, unmöglich. Wenn so viele Gegner in der die kurze Zeit besiegen. Na, das schaffe ich nicht. Da müssen die mehr Schaden anrichten. Da müssen die Gegner irgendwie mehr Schaden anrichten. Vielleicht mit Bomben. Oder ich muss einfach mehr mit Bogen arbeiten und den Slow Motion Mode. Wie stellst ihr euch das vor? Jawohl! Wow! Der war hart erkämpft, bist du narrisch. Mit dem Slow Motion und dem Rob-Pfeil. Das war jetzt die Rettung. Was? Ich krieg für das nicht einmal einen Rod?
Das war reiner Betrug jetzt. Das war Betrug. Also, dass ich da jetzt keinen Rot krieg dafür, das grenzt ja wirklich an Verarsche. Ha? Hallo? Die Tür funktioniert erst, wenn wir die Platte repariert haben. Wir müssen meine Werkzeuge finden. Sie sind wahrscheinlich oben in der Schmiede. Mhm. Das ist eben genau der Witz. Da muss ich vorher nur noch ganz kurz Wahnsinn, wie das ausschaut mit dem Licht und allem. Vorüberschauen. Aha. Ups, war jetzt nicht die richtige Taste. Baut man das dort eine Brücke? Kann man zumindest selbst eine vorübergehend bauen anscheinend. So würde ich jetzt irgendwie cool finden, wenn das permanent wäre. Dass ich nicht immer wieder so gehen muss. Ich verstehe das doch nicht. Was muss ich da machen an die Punkte? Ah! Zum Meditieren. Ja, schadet auch nicht, dass ich wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte habe. Das ist so schön. Was du dafür Wälder geschaffen haben, das ist unglaublich. Ja, das ist aber wirklich ein Symbol. Also, das will ich aber nicht her. Komm ich da jetzt? Na. Hä? Ich habe die Bombe nicht nach unten werfen können. Das ist ja vom Winkel her nicht ausgegangen. Okay. Aber sie setzen mich wenigstens wieder da her. Ich nicht nochmal umgehen muss. Ich krieg dann Stress durch die Felsen. Die stressen mich so sehr. Ah! So, das sind überhaupt weiße Ränder. Jetzt sehe ich das erst. Zum Klettern. Zieht mir das da rüber, ich kann da abstürzen und mich dann da anhängen. Es wird dann aber schon der reguläre Weg sein, dass ich da irgendwie die Schmiede aktiviere, oder? Weil das dann noch was optional ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, das schaut ganz so aus. Oder auch nicht, das ist nur ein Geisterpost. Jetzt bin ich eingesperrt. So, will ich da noch irgendwas tun sonst? Na. Mhm, da ist die Blüte, die habe ich nicht gesehen. Hätte ich die von der anderen Seite auch benutzen können? Na, die schaut aber nur in die Richtung. Okay, habe ich da eine übersehen? Na, auch nicht. So, das muss ich also reparieren. Schauen wir uns mal an, was da oben passiert. Ist ein Pfad aktiv. So. Okay. Ah, da ist eine Truhe. Was ist denn das?
Ist das ein Bauteil? Seismisch, neue Zaubersteine verfügbar. Ach so. Das ist der. Bombenschaden mäßig erhöht. Jo, wieso soll ich den nicht freischalten? Es gibt keinen Haken dran. Die Rotbombe. Natürlich schalte ich das frei. Halte L2 und R1. Drücke dann Viereck, um eine Rotbombe zu erzeugen. Sobald die Rotbombe gezündet ist, verlangsamt sie Feinde und Geschosse in der Nähe. Ja, nicht dein Ernst. L2 und R1. Rotbombe. Wow. Wieso habe ich den nicht aktiviert gehabt eigentlich? Bombenschaden wird erhöht, wenn keiner die Bombe abschießt, bevor sie von selbst explodiert. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Pfeil und schädigt Feinde in der Nähe. Nicht ernst jetzt. Drücke R1 nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Ja, das mit dem Parieren, das sollte man vielleicht endlich einmal umgewinnen. Wenn du eine Bombe abschießt, teilt sie sich und haftet an Feinden in der Nähe. Wieso tue denn ich das nicht? Ah, da brauche ich noch ein bisschen mehr Karma. Ein bisschen mehr ist gut gesagt. Ein bisschen viel mehr. Gut. Das sind alles so Fähigkeiten, die hätte ich schon die längste Zeit wieder aktivieren können und ich hab's nicht da. Bin halt auch wirklich obergescheiter. Aber das kann jetzt sein, dass da jetzt sonst nichts mehr ist da herum, oder? Ah, das bringt mir aber gar nichts. Was zum Aktivieren? Ah, oder sowas für uns gar nichts. Also da war jetzt nur der Stein. Was hat der jetzt nochmal schon bewirkt, der Stein? Bombenschaden mäßig erhöht. Ja, ist auch wieder was. Hoppala, ich bin gedacht im Wasser. Kann man da jetzt eh nichts passieren? Wie aktivieren wir das jetzt da, ha? Sicher mal nicht mit der Bombe. Was hat sie gesagt, muss ich machen? Die Tür funktioniert erst, wenn wir die Platte repariert haben. Wir müssen meine Werkzeuge finden. Sie sind wahrscheinlich oben in der Schmiede. Ach so. Ich muss ja vorher in die Schmiede. Aber dann hat es schon passt. Dann ist das zumindest der richtige Weg. Und da ist der Eingang der Schmiede. Und ich bin ja ganz da herum. Da komme ich dann später her. Zumindest das Praktische ist, dass ich jetzt schon den Teleportpunkt aktiviert habe. Dann kann ich jederzeit wieder her. Das ist Eingang zum Dorfherz. Dann teleportiere ich mich jetzt da her. Zu den Feldern. Dann kann ich mich gleich von da aus. Ah, da ist der Kristall. Ah, warte mal. Ich kann immer nur einen aktivieren, gell? Ja, da sind die Bomben schon. Bomben dann besser. Weil da ist der Schaden des Stabs nur mäßig erhöht, aber dafür kriege ich viel mehr Schaden. Darum habe ich immer so viel auf die Fressen gekriegt. Da ist zumindest der Bombenschaden nur aktiviert. So, jetzt einfach immer geradeaus, da ist der Eingang zur Schmiede. Aber wieso habe ich das noch nicht entdeckt gehabt? Ist das der. Ist das der Weg da nach oben, wo ich vorher gemeint habe, da muss ich nach oben? Na, wo ich dann aus Versehen im Durchgang durchgegangen bin? Na, das passt nicht, oder? Na, da ist eine unsichtbare Barriere, da steckt sie fest. Wahrscheinlich muss ich aus der anderen Richtung kommen.
Da ist eine verfluchte Truhe, da war ich noch nicht einmal herum. Sonst hätte ich mir die verfluchte Truhe ja schon angeschaut. Ich meine, ich war schon kurz da. Nein, die muss ich anscheinend wieder machen. Das wird dann der Eingang zur Schmiede sein wahrscheinlich, weil ich brauche das Viecherl. Da herüben ist was Optionales fürs Viecherl. Und da ist ein Hutwagen. Jetzt kann ich mir eigentlich einmal die neigen Rot-Hüte kaufen. Dass ich zumindest überall anhab. Eva, mal süß. Ei, Sonnenblume. Riesenkürbis, Sonne, Pfannkuchen. Ochse. Die wissen wir noch nicht. Gut. Und habe die Outfits, habe ich noch immer nichts anderes gefunden. Okay, lassen Sie sich ganz schön Zeit mit den Outfits. Also Warp-Punkt. Den aktiviere ich natürlich. Und da sagt sie mir wahrscheinlich, dass ich den Weg freisprengen muss. Da brauchen wir einen Rufus, okay. Wow. Dann ist das doch unten optional. Dann mache ich das noch schnell mit der verfluchten Truhe. Ja komm, Mauli, komm. Er ist aufgeklettert jetzt. Wie cool schaut der aus? Aber gegen den möchte ich auch nicht kämpfen. Ich hoffe, der wird nicht besessen irgendwie vor der Verderbnis. Boom. Dann ist das die Schmiede da drüben. So unglaublich genial designt. Mit den Pflanzen und die Felsen und das ist. Ich liebe den Stil. Das ist wirklich eines von den schönsten Spiele, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, und da drüben war ich vorher. Ich weiß nicht, warum ich das da nicht entdeckt habe. Keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe da. Wenn ich nach links geschaut habe. So, warte mal. Wo sind denn die Feinde? Wo kommen sie? Das ist nur der. Dann gehe ich da jetzt noch nicht. Naja, man merkt jetzt aber schon klar und deutlich, dass der Stab um Ecken schwächer war, ist jetzt wieder. Also, den habe ich mit 3-4 Schlägen weggebasht vorher. Ah, wo ist das jetzt hergekommen? Und Ärm. Haben wir mal einen Rot-Pfeil rein. Den werden wir mal rausrotieren. Da waren jetzt etliche Gegner, da kann ich jetzt die Rot-Bombe probieren. Ah, oh, nicht du schon wieder. Boah. Na? Boah. Jetzt hat er mir jetzt gar nichts da, obwohl ich die Rot-Bombe aktiviert habe. So dieses. Aua. Ja, aber ich krieg schon deutlich weniger schon ab. Das muss man halt auch wieder sagen, gell? Jo, jetzt passt schon wieder! Und tschüss. Wow. Wenn an der einmal hat mit seinen Attacken, dann ist man richtig im Arsch. So, da ist ein Wassertropfen drinnen.
Ah, nein, ein Hut. Indiana Jones Hut. Cowboy. Dann ist der Wassertropfen woanders. Okay, mit dem habe ich jetzt aber nicht gerechnet, gell? Wo ist denn da bitte der Wassertropfen dann? Also jetzt hätte ich alles verwettet, dass in der Truhe der Wassertropfen ist. Ah, da oben sind Blüten. Wieso habe ich den noch nicht entdeckt gehabt vorher? Und da ist ein Eimer. Okay. Jetzt ist alles Wasser. Jetzt können die Rod mir das da wegtragen. Das war relativ stark versteckt jetzt, muss ich sagen. Ja, man muss immer so genau schauen, das ist ein Wahnsinn. So, dann gleich mit O. Ist auf. Ah, das bricht gleich alles auf. Das habe ich nicht gewusst, dass das gleich alles aufmacht. Und da haben wir eine Truhe. Mit Kristallen. Ja, da habe ich auch schon so viel. Hoppala. Dass da jetzt kein Rot ist. Wo ich so lang, so stark gesucht habe, so angestrengt. Aber egal. Sei es drum, ich muss jetzt da weiter. Zum Stierchen. Also da geht es jetzt zur Schmiede weiter. Aha, jetzt bin ich da auf der Anhöhe, die ich schon von da drüben gesehen habe.